Hallo ihr Lieben, heute kommt das fünfte Tierkreiszeichen im astrologischen Horoskop, der Löwe. Der Löwe ist der König aller. Vorhang auf, der Löwe kommt. Er braucht Bewunderung, Exklusivität und natürlich nur das Allerfeinste ist Selbstverständlichkeit. Gute Manieren, Standesdünkel und Markenfetischismus sind einige seiner Marotten. Der Löwe braucht Luxus. Ohne ihn kann er nicht leben. Er braucht Bewunderer um sich, die ihm sein gutes Aussehen versichern. Aber das kann auf Dauer auch sehr anstrengend sein. Das Rampenlicht und Beifall zieht den Löwen an, unwiderstehlich, im Realen wie auch im Besinnlichen. Mit stolzer Haltung und großem Selbstvertrauen erobert er sich sein Reich. Er weiß, wann er seine Anziehungskraft und sein strahlendes Lächeln einsetzen muss. Er liebt es, im Mittelpunkt zu stehen. Konzentriert er sich auf das Wesentliche und bekommt er seine Eitelkeit in den Griff, kann er großmütig und gerechtigkeitsliebend sehr Großes leisten. Seinem Typ entsprechend wird er immer versuchen, die Spitze zu erlangen. Er muss aber aufpassen, dass er nicht zu aggressiv erscheint. Im Alltag kommt der Löwe gut zurecht. Und er übernimmt auch Verantwortung. Der von der Sonne regierende Löwe ist mutig und furchtlos in gefährlichen Situationen. Er verbreitet eine gewisse Wärme um sich und ist großzügig wie auch beschützend gegenüber den Schwachen. Dabei kann er schon mal seine königliche Distanz vergessen. So verhält sich der stolze König, der Löwe. Das nächste Tierkreiszeichen ist die Jungfrau. Herzlichst, eure Deria.